Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Buch zu euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2. In der Version 1.35 sind wir aber immer noch in der Open Beta und da haben wir einen Ford Transit. Ja, genau, diesen Wagen werden wir heute uns mal ein bisschen genauer angucken. 108 MB und ja, dann gehen wir doch einfach mal zum Ford-Händler. Wobei, der Ford fuhr fort. Ich weiß, der war schlecht. Egal, wir können trotzdem irgendeinen Händler aussuchen. Es ist völlig egal, ob ihr zu Iveco, MAN oder Scania geht. Der basiert natürlich wieder immer auf den Scout. Und da sieht man schon eins. Wenn er so ausschaut, dann kann man vielleicht eine ganze Menge ändern. Und das ist auch wirklich so. Bei über 100 MB können wir schon einige Sachen anpassen oder wie gesagt auch erstmal ans Fahrzeug ranbauen, weil der sieht doch ein bisschen, naja, ja, gewöhnungsbedürftig aus, ne? So, deswegen gehen wir rein und wir haben die Möglichkeit, diesen Wagen auch schon mal höher oder tiefer zu legen. Das finde ich eigentlich immer ganz gut. Und den Motor, den 1,8 oder 2 Liter Motor. Mal gucken, ob der richtig abgeht. 8 Gang und dann, wie gesagt, Scout, ne? Aber die Möglichkeit, hier auch mal ein bisschen was zu ändern. Wir schauen mal. Ich muss ja sagen, diese Texturen, die habe ich schon mal 2014 oder so gesehen. Jajajaj, nicht gerade toll, ne? Also das Lenkrad ist ein bisschen, ja, gut, auch der Innenraum. Mal sehen, ob sich da was ändert. Wir haben erstmal alles rausgebaut, um hier so viel wie möglich Frachten mitzunehmen. Und dann suchen wir mal einfach eine spannende Farbe aus. Wir nehmen hier einfach dieses Grau. Und dann schauen wir mal bei den Felgen vorbei. Erstmal bei den Reifen. Wir haben 18, 20 und nochmal 18 Zoll. Ich merke aber jetzt keinen Unterschied. Ja, der sieht jetzt ein bisschen höher aus. Ja, aber mehr auch nicht. Machen wir mal mit dem weißen Rand. Oder haben wir sogar ein bisschen Felgen zur Auswahl. Das finde ich eigentlich immer ganz toll, dass man noch selber seine Felgen aussuchen kann. Bei dem Felgendesign, naja, gut. Da kann man sich streiten, ob das wirklich jetzt hübsche Felgen sind. Muss jeder für sich selber ausmachen. Aber ich sage einfach mal, wir nehmen hier oben mal die Felgen und gehen nochmal schnell nach hinten. Ja. Und warum zeige ich euch ein Auto? Weil es geht. Ne, falls da wieder einer kommt. Ich will kein Auto, es ist ein LKW-Simulator. Mann, diese Leute, die sollen sich einfach mal wegmachen. Und dann gucken wir einfach mal hier vorne am Grill. Und da muss ich sagen, finde ich den schwarzen Grill irgendwie noch interessanter. Das Vorzeichen, das lassen wir mal. Dann haben wir hier die Stoßstange. Und da sind schon einige zur Auswahl. Nehmen wir mal das letzte. Und hier, das sind dann wahrscheinlich die Halogenlampen, die wir jetzt nicht sehen. Ja, die müssen wahrscheinlich dahinter irgendwo eingeklemmt oder reingemacht sein. Man sieht es nicht so richtig. Okay, gut, die Trigger, die sind einfach nur mal da. So, dann können wir hier in einem Radlauf noch Wagenfarbe machen. Den Spiegel, den kann man leider nicht lackiert machen, das ist ein bisschen schade. Jetzt haben wir hier die Lampen. Ja, natürlich in schwarz. Und gucken wir mal. Sonnenblende. Hier, das ist wahrscheinlich für Fernsehempfang, ne? War das so? Und dann hier noch so eine Dachbox. Dachreling. Das ist hier noch ein bisschen weiter. Und dann hinten noch so ein kleiner Spoiler ran. Braucht man natürlich bei so einem Auto, ne? Dass man halt so schnell wie möglich von A nach B kommt. Gehen wir weiter. Das machen wir natürlich auch in Wagenfarbe. Hier hinten. Alles so ein bisschen übertrieben von den Fahrzeugen. Aber da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der mag sowas. Für mich wäre jetzt der Wagen, naja, bisschen übertrieben. Warte mal, irgendwo war noch ein Triggerpunkt, um mir noch anzuzeigen. Ah, wo war denn der? Ah, wo war denn der? Da könnte man hier unten noch was machen. Ah, ist ja egal. So, Passagiere kann man glaube ich nicht reinmachen. Hier diese Sachen gehen natürlich auch nicht.
kann es aber noch ein bisschen verdunkeln. Und im Innenraum. Ja, hier. Und dann ist er trotzdem noch leer. Das ist schade. Ach doch, hier, guck an. Ah, das habe ich vorhin vergessen. So, ändert sich aber da nichts. So, ja, da seid aber über 60.000 dabei. Dann gehen wir mal raus. Und gucken mal, wie der sich so fährt. Ich habe natürlich vergessen, die Leute hier reinzusetzen. Siehst du, ich habe nichts gesagt. Und hier seht ihr auch noch, dass unten die Spoiler auch noch gehen an der Seite. Oh ja, dann würde ich mal sagen, Motor an. Gucken wir uns den mal ein bisschen genauer an. Ja, geht schon, ne? Ja, so richtig Türkei-mäßig, ne? Das ist wirklich, die stehen da so in den Wagen. Das hätte ich wahrscheinlich hinten auch noch lackiert machen können. Dann los. Navi haben sie auch drin. Hupe geht an. Und dann würde ich sagen. Ui! Eieieiei! Aber irgendwie will er nicht richtig schalten bei mir. So, jetzt hat er geschalten. Auf jeden Fall kann man mit denen ordentlich driften, mit den Johnny Walker hier. Ja, das ist immer das Problem bei den Fahrzeugen, das mit dem Schalten. Aber wahrscheinlich mit Lenkrad geht das ein bisschen besser. Oder selbst schalten. Ich mache das hier einfach nur mit Tastatur wegen der Modvorstellung. Aber naja, gut. Das soll es auch gewesen sein. Kurze Modvorstellung von diesem Ford. Und vielleicht werden wir heute noch ein paar mehr Autos sehen, wenn sie funktionieren. Der ein oder andere geht ja nicht. Mal ein bisschen Abwechslung. Ne? Mit den Worten, mein Fisch, haut rein. Mach's gut. Bye, bye.